ja. Weil ich kann es nämlich nicht. Ah, super. Hä? Hast du tolle Kuruma ist nicht da? Ja, wir brauchen unbedingt den Kuruma. Ohne Kuruma sind wir, glaube ich, richtig gefickt. Bei Ballereien. Aber wir sind ja nur zu zweit, wir sind ja keine vier Leute jetzt. So, der kommt gleich, der Gerät. Oh, jetzt ist da eine Straße runter. Was ist? Ja, da hast du doch den Hero schon. Ach so, ja, dann kannst du es 2 Tage testen, ne? Ja, genau. Und du kannst auch dann nacheinander steuern im Kampf. Und jeder von denen hat sein eigenes Inventar und jeder von denen erzählt als eigener Charakter. Und wenn du auf das Gruppenbild draufklickst, dann kannst du wechseln. Ja, das ist das Geilste, was du je gesehen hast. Das habe ich bei Dofus immer vermisst. Bis heute. Warte mal, was hast du jetzt für Charaktere überhaupt? Ah, super. In der Wohnung ist auch ein Kra. Wohnung, das ist ganz frisch. Nee, keine Ahnung, Henning, da musst du dich mit den Skills ein bisschen auseinandersetzen und dann tatsächlich gucken, was bringt. Weil das in Wakfu, das Skillen ist ja auch komplett anders. Ja, das mit Resistenz ist auch anders. Also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 500 Punkte Resistenz hast, dann sind es, nee, nehmen wir an, du hast 100 Punkte Resistenz, das sind es, was weiß ich, 5% Scha tatsächliche Schadensresistenz. Dann hast du 500 Punkte Resistenz, dann hast du nur 25% oder 30% Schadensresistenz, weißt? Das geht dann so exponentiell hoch. Das heißt, erst ab 5000 Resistenz oder sowas hast du dann tatsächlich deine 90% Resistenz. Also ich weiß nicht, ich würde mit dem Kra halt voll auf Schaden gehen. Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, musst du ein bisschen genau gucken, weil das ist auch der IOP, der ist ja auch komplett anders als in Dofus halt. Das ist beim Kra dann auch so. Also nicht total anders, aber ist halt schon, naja, deutlich. Ja, genau. Ja. Nee, früher war das so, man musste die trainieren. Je öfter du sie benutzt hast, desto mehr Punkte gab's. Naja, es gibt's auch leider nicht mehr, weil das die Leute zu beschissen fanden oder zu kompliziert. Ja, rein in die Dinge, das steht doch als Aufgabe da. Ja, das kostet halt ordentlich Geld, ne? Ja, Geld. Also, du, aber halt, Handy, gibt's noch was, ne? Wenn du das etwas teurere Abo nimmst, das kostet dann statt 5 Euro im Monat irgendwie 7 Euro oder so. Da kannst du dann so oft umskillen, wie du willst. Das ist vielleicht für den ersten Monat gar nicht mal so schlecht, weil da kannst du dich dauernd wieder umskillen.
Ja, nee, ich glaube eigentlich nicht. Also, ich krieg das nur immer nach einem Patch, wenn irgendwas genervt wurde oder so. Vermutlich wegen dem Abo vielleicht. Cool. Ah ja, ach so, ja, dann hast du das Premium-Premium-Abo, die ersten 2 Tage wahrscheinlich kostenlos. Ja, nur bei dem ganz teuren Abo kannst du so oft umskillen und Skill-Patches machen, wie du willst. Also ganz teuer, in Anführungsstrichen, ist immer noch scheiß billig. Ich glaube ja. Aber ich weiß nicht, ob es das für den Anfang bringt, weil einfach muss er erstmal ein bisschen leveln. Willst du fahren? Das war mal eine schöne Ballermission.